Hey, Hundi. Kommen Sie rein. Wie er den Hund hier draußen lässt, das kannst du nur machen, bist du bescheuert? Weißt du, das sind massive Viecher unterwegs und da ist ein Hund draußen. Holy shit. What the fuck? Wow. Hätte nie gedacht, dass mein Hobby mal nützlich sein könnte. Scheiße, Hobby? Agent Breyer? Nennen Sie mich Aya. Gut, Aya. Da war vorhin ein Anruf von einem FBI-Typen. Wohl dein Kollege. Pierce? Er fragte, ob ich irgendwelche BPs gegen Waffen eintauschen kann. Bekomme ich dafür Geld? Ja, das FBI bürgt dafür. Sagen Sie, wenn Sie was kaufen möchten. Alter, klar, Mann. Teigiste. Scheiße, Mann, wollen Sie was? Waffen. Was darf's denn sein? Waffen. Was ist das? Ein Magazin für die M4A1 mit 30 Schuss extra Munition. Ein Bajonett für Nahkämpfe. Baut halt für die M4 irgendwas. Alter, die Rifle ist ja mal geil. Alter, das Scheißding kostet genau 2628. Granatenpistole. Aber ich glaube, momentan brauchen wir eher Buckshot-Munition. Da haben wir genug. Schutzkleidung. Mit integrierten Medikit. Ein Lederhalfter. So neuen sonstiges. Lassen. Infos über den Bunker. Ich habe gehört, dass es einen Bunker geben soll. Bunker? Ach ja. Eine Milizgruppe hat eingebaut. Gegen Atomangriffe. Ja, er ist hinten im Gebirge. Wird er benutzt? Keine Ahnung. Ein Konzern soll ihn gekauft haben. Was war das eben? Ein Schrei? Was? Ich habe nichts gehört. Ganz sicher. Es kam aus der Richtung. Das leerstehende Haus? Ich hatte es abgeriegelt. Vielleicht ein Tourist? Ich werde nachsehen. Wo ist das Haus? Gleich hinter dem Gemischtwarenhändler. Sie müssen in den Laden. Ja, aber ich habe keinen Schlüssel. Noch. Vielleicht geht's durch den Abwasserkanal. Der Brunnen führt direkt in den Laden. Klar, Alter, es laufen überall Scheißmonster rum und ich soll durch den Abwasserkanal. Ein bisschen nass, aber sicher. Ja, kommen Sie mit. Danke, aber. Ich komme allein klar. Warte mal, kann ich das? Schweißbrenner und eine Drehbank. Oh Mann. Ich dachte, ich könnte irgendwas machen. Richtig Ahnung. Gehört mir zum Job. Stark, aber ich will das in der Mistkiste haben, Mann. Speichern wir erstmal. Kaufen Sie aber was. Hallo, ja? Hey, ja, was denn? Du brauchst mir nicht zu danken. Hall, er ist gerade irgendwo unterwegs. Ja, zum Glück. Kommst du klar? Ich weiß, aber übernimm dich nicht. Puh. Machen wir eine neue Datei? Machen wir eine neue Datei.
Sag mal, 100 Schuss mit der fucking Schrotflinte, ey. Jetzt geht's ab, Mann. Wahrscheinlich schmeißen jetzt uns einfach nur noch mehr Gegner in den Weg. Jetzt ist bloß die Frage, wo ist der Brunnen? Hund, du bleibst aber drin, oder? Nein, geh doch rein. Flint? Zeige dir den Weg. Nein, nicht Flint. Flint, geh doch nicht mit. Flint bleibt drin, Alter. Ich kann's nicht aus. So, jetzt aber. Und unsere Magie dürfte jetzt auch wieder voll sein. Ah, nicht ganz. Danke. Warte mal, was ist das da? Seiltrommel, vielleicht komme ich damit in den Brunnen. Ah. Willst du mir erzählen, der Hund hat mir jetzt... Ah, Edzard, Brunnen. Ja, halt, warte. Hat er nicht was gemault, wie ich da reingeschaut habe? Nicht so schön. Ja, schneller. Diese kleinen Drecksviecher fressen Munition ohne Ende, ey. Hä? Ah. Ja, ich komm ja schon, Flint. Alter Junge. Warte mal, du brauchst mir doch den Weg gar nicht mehr zeigen, ich weiß doch, wo es ist. Schloss entriegelt. Ja, jetzt ist es wieder entriegelt, danke. Kein Teil scheint unbenutzt zu sein. Warte mal, Start war's. Key-Item. Jetzt wird's lustig. Stahlseil benutzt. Jetzt kann ich hinunter. Kann ich den streicheln? Oh Mann. Lass mich doch Flint streicheln, Mann. Na gut, dann gehen wir halt einen schönen Brunnen runter. Mal kurz use verschieben. Oh Gott sei Dank, jetzt dachte ich schon. Geht ein bisschen weiter abgeschlossen. Weiß der Brunnen, ey, sicher. Ich bin froh, dass die immer von alleine wieder nachlädt, ne? Das ist schon echt... Alter, wie viele MP-Punkte wir kriegen nur wegen den Drecksviechern, ey? Das war's schon? Das ist aber ein... kurzer Brunnen. Ja, gut. Das schaut nicht mehr aus wie ein Brunnen, Mann. Holy.
Fuck! Warum hat meine Waffe bei denen so wenig abgezogen? Shit. Oh Gott, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr auf die Drecksviecher. Da geht's wieder hoch. Aber wo geht's da hin? Oh scheiße, da geht sogar rein. Fuck, warum bin ich da hin? Nein. Shit. Warte mal, das sind doch Ratten. Alter. Fuck. Da ist etwas. Ja, dann nimm's doch. Warte mal, kann ich hier Licht anmachen? Scheiße, geht's bloß wieder raus. Warte mal. P-Energy. Verbrauch immer noch 12. Verzögerung geht hoch. Halt aber wahrscheinlich mehr. Man braucht 3000. Warte mal, was ist das da? Energieshot versteckt Waffen und erhöht die Wirkung. Das stimmt, das sollte ich eigentlich öfter mal machen. Mal kurz schauen, ob da noch irgendwas ist. Da ist etwas drin. Ja, was denn? Hä? Was ist das für ein Schwachsinn? Da ist was drin, aber die sagt nicht was oder macht was oder keine Ahnung. Okay. Also nach oben in den blöden Laden. Stimmt, da sollte irgendwas... Was soll das denn das? Komm doch. Okay, die sterben mit einem normalen Schuss. Kasten. Protein, Gegengift, Medizin, Tom von Beruhigungsmittel. Angelbedarf, ein komplettes Sortiment, wohl ein Hobby des Besitzers. Kann man in der Wüste angeln? Ich sehe da draußen eine Landschaft. Schloss entriegelt. Oh.
kann ich wenigstens meinen Muni gleich wieder auffüllen. Jetzt krieg ich mal den Scheiß ständig. Aber verdammt, wie viele Schuss hatten die da drin? Ich meine, die hat 500 Schuss, zieht sie ja jedes Mal raus. Was war da hinten am Tresen? Nichts Auffälliges. Alles noch intakt. Ich lege das Geld für die Sachen einfach hier hin. Für was denn? Ist ja nicht so, als ob da noch jemand da wäre. Die geschmolzene Truhe ist noch intakt. Yeah, Ice Party! Oh Gott, wo geht's jetzt da wieder hin? Ach, scheiße. Heilige Scheiße! Ich hasse es, wenn die durch die durchlaufen können. Holy shit. Hey, Alter, bleib doch mal locker. Ich bin doch schon auf dem Weg. Hast du, wie die da einen Stress schiebt da drin? Mann, ich bin doch schon auf dem Weg. Verlassenes Haus, das stimmt komplett. Die Stimmen kommen von innen. Drin ist es zu dunkel, aber ich höre die Stimme. Ja, ich komme nicht mal rein. Warte mal, was ist denn hier eigentlich? War hier nicht auch eine Tür? Ne? Oh ja. Scheiße, was ist das jetzt wieder? Wer weiß, was für Kleinvieh hier wieder rumläuft. Ach, ja. Aber die haben ganz schön viele Shop-Dinger und so ein Scheiß. Aufs Häuptling. Warte mal, was? Hm? Da liegt etwas. Tasche. Ich muss mal das Zeug aufmachen. Kasten. Benutzen. Hä, wo ist denn die Tasche hin? Key-Items? Ich hab sogar die scheiße schwarze Karte noch vor dem SWAT-Typen. Achso, ich bin voll. Warte, das haben wir noch gleich. Da, use. MP-Wasser verschieben. Ey, dass ich immer runterscrollen muss. Wo ist die Tasche schon wieder hin? Hey, ich war doch jetzt nochmal voll. Eigentlich könnte ich nur einen Millimeterpatron weghauen, oder? Komm weg damit. So, jetzt habe ich das Scheiß-Drecksding.
Mann. Nur mehr Taschen? Ja! Oh, eine. Reicht, um noch eine Medizin reinzustopfen. Nein, nicht benutzen. Schieben. Völliges Chaos. Wie süß. Hat die gerade wie süß gesagt? Gerade die Eier? Eine prächtige Kriegshaube, das sind indianische Souvenirs. Achso, das war so ein Indianer-Souvenir-Ding. Na gut. Eine Tür gibt's noch, dann gehen wir ins Häuschen rein. Ah, jetzt bleib doch mal locker, Alte. Die hat Probleme. Wurde wohl lange nicht benutzt. Eine Schublade. Ist nichts. Ja, aber war da eine Schublade? Schrottberg. Ah ja, ich dachte schon. Ich hab's gedacht. Wand festgeschraubt. Kiete. Scheiße, ich hab dafür nichts. Mist. Völlig verstaubt. Mist nichts. Fuck, jetzt muss ich erstmal rausfinden, wie ich da hinkomme. Irgendein Werkzeug, während die Alte sich da weiter ein abkeucht. Was? Eine grausame Waffe, aber wir haben keine Wahl. Ob hier wirklich so starke NSCs rumlaufen? Eine Panzermine? Ja, das interessiert mich auch nicht. Ein Fahrrad, da fehlt ja die Kette. Können wir nicht so einen Berg runterrollen? Wo krieg ich einen Schraubenzieher her? Eigentlich als ehesten aus der Werkstatt, ne? Ja, bla bla bla. Das ist ja da nix. Und da hinten ist ja, glaube ich, auch nichts mehr. Brauch nix. Scheißdreck brauchst du. Klar brauchst du was. Okay, aber wisst ihr was? An der Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von... Genau, ihr habt's erfasst. Parasite Eve 2. Das Labor untersucht gerade das Elektroteil, das wird sich aus den Socken hauen. Die meisten Bauteile stammen aus Japan, aber einige sind uns völlig fremd. Hightech vom Feinsten, wahrscheinlich militärisch. Ja, ich sagte Bescheid. Und macht's gut und Servus.